Was sind Phantome? Wer zum ersten Mal durch sie eine Schlafmangelschelle kassiert hat, wird sich das mit Sicherheit schon gefragt haben. What the fuck? What is that? What's that sound? What is that? It's a freaking sky thing. Sweet Jesus! It's a demon! Als erfahrene Minecraft-Spieler kennen wir hingegen diese Kreatur wie unsere eigene Ender-Chest. Doch was, wenn nicht? Unter der Verwendung neuester wissenschaftlicher Erkenntnisse hat sich Science of Minecraft der Aufgabe verschrieben, die Welt von Minecraft wissenschaftlich aufzuklären. So können wir nach und nach das Puzzle vervollständigen, um Antworten auf die spannendsten Fragen der Minecraft-tonischen Wissenschaft zu erhalten. Eines der wichtigsten Puzzleteile, das Rätsel der Phantome. Guten Abend und herzlich willkommen zurück bei Science of Minecraft. Im Verlauf der letzten Folge konnten wir bereits einige spannende wissenschaftliche Fragen beantworten. Warum explodieren Creeper? Woher kommen die Endermen? Was ist das Geheimnis der Wither-Skelette? Und zuletzt, was sind Phantome? Doch die endgültige Antwort auf diese letzte Frage steht noch aus. In der letzten Folge konnten wir die physische Existenz von Phantomen beweisen und somit die geläufige Theorie, es handele sich nur um durch Schlafmangel hervorgerufene Halluzinationen, erfolgreich widerlegen. Es gelang uns zudem, eine Hypothese aufzustellen, wonach die Phantome Spieler angreifen, um sie dazu zu bringen, wieder zu schlafen. Die große Frage lautet daher: Warum tun sie das? Fürsorge? Nächstenliebe? Oder Angst? Um das Phantom in seiner Gänze zu verstehen, müssen wir verstehen, welche Bedeutung der Schlaf des Minecraft-Spielers hat. Das Schlafen selber ist eine erstaunlich seltene Fähigkeit, denn schlafen können neben den Spielern nur die Villager. Doch durch einen Aspekt unterscheidet sich unser Schlaf deutlich von dem der Villager. Wenn Villager schlafen, liegen sie einfach in ihrem Bett, bis die Nacht vorbei ist. Wenn wir jedoch schlafen, passiert etwas Unvergleichbares. Wir fahren nach Dublin. Hier lebt und arbeitet einer der renommiertesten Schlafforscher der Welt. Patrick O. Starr erforscht seit 26 Jahren den Schlaf der Minecraft-Spieler. Davor arbeitete er 6 Jahre als Kameramann für den MCC. Während der Dreharbeiten einer Zombie-Dokumentation fiel ihm etwas auf, das ihm seither nicht mehr loslässt. Das sind die Aufnahmen, die während der Produktion damals entstanden sind. Fällt Ihnen etwas auf? Während der übersprungenen Nacht haben sich die Zombies nicht bewegt. Die Gestirne, also Sonne, Mond und Sterne, aber schon. Was zur Hölle habe ich mir da gedacht? Dann wollte ich das googeln, aber musste feststellen, dass Google noch nicht existiert. Und so begann eigentlich meine Karriere als Schlafforscher. Die Erkenntnisse, die er in diesen 26 Jahren gewinnen konnte, sind bahnbrechend, sowohl auf dem Gebiet der Schlafforschung als auch in der Astronomie und der Mechanik. Zusammen mit Astrophysikern der Universität Glasgow machte er sich im Jahr 2018 daran, aufbauend auf seinen bisherigen Untersuchungen, die durch den Schlaf des Spielers ausgelösten Verschiebungen der mechanischen Prozesse in der Minecraft-Welt zu erklären. Auf der Kanareninsel La Palma erforschen sie seitdem die Zusammenhänge zwischen Schlaf und Zeit. Hoch über den Wolken liegt hier in über 2000 Metern Höhe das Observatorio Astrofisico Roque de los Muchachos. Unter den vielen Teleskopen befindet sich auch das größte Spiegelteleskop der Welt, das Gran Tecan. Die hier angefertigten Messreihen zu den Positionen verschiedenster Objekte im beobachtbaren Universum geben Halt für O'Stars Hypothese zu den Wechselwirkungen des Schlafs. Für den Spieler sieht das zwar so aus, als hätte er die Nacht übersprungen. Aus physischer Sicht ist das jedoch praktisch undenkbar. Dafür müsste die Zeit im gesamten Universum unendlich beschleunigt werden, während die Zeit auf der Erde normal weiterläuft. Wesentlich wahrscheinlicher ist hingegen die Theorie, wonach die Zeit im Universum normal weiterläuft, während sie auf der Erde bis kurz vor dem Nullpunkt abgebremst wird. Im Zeitraum des Schlafes sind daher alle physischen Prozesse auf der Erde praktisch pausiert. Das gilt jedoch nicht für die Erde selber. Diese bewegt sich wie alle anderen Körper im Raum in dieser Zeit weiter.
Einer weiteren Theorie nach krümmt der Schlaf eines Spielers die Zeit so weit, dass sie im Endeffekt eine Schleife bildet, deren Anfang und Ende auf der Erde auf derselben Zeitkoordinate liegen. Betrachtet man das universelle Gesamtsystem, bewegt sich diese Zeitschleife jedoch mit derselben Geschwindigkeit wie die Zeit außerhalb der Erde weiter, sodass beide Bezugssysteme nach Ende des Schlafens wieder auf einer Gesamtzeitkoordinate liegen. Das Problem bei dieser Theorie liegt darin, dass um eine Zeitschleife bilden zu können, die Zeit erst beschleunigen, dann anhalten und dann rückläufig sein muss. Die Gesetze der Thermodynamik geben jedoch die Richtung der Zeit, wie wir sie kennen, vor, wonach eine rückläufige Zeitrichtung schlicht nicht möglich ist. O'Stars Schlafforschung sowie die Erkenntnisse zu Raum und Zeit gehören zweifellos zu den brisantesten Disziplinen der modernen Wissenschaft. Aber was hat das Phantom mit all dem zu tun? Die Suche nach Antworten führt uns sehr bald an, sagen wir mal, unerwartete Orte. Die Anatomie der Phantome ist seit der letzten Folge Science of Minecraft gut erforscht. Aber wie so oft sind das die kleinen Details, die die größten Geschichten erzählen. Was haben wir also übersehen? Sehen, ein Stichwort. Stich, stechen. Was sehen wir, wenn wir Phantome stechen? Sie droppen EP und Phantomhäute. Was sind Phantomhäute? Die Haut der Phantome, und sie nutzen sie, um zu fliegen. Natürlich! Fliegen bis zu ihrem Ende. Das Ende, die Dimension eines fliegenden Drachen. Dessen Kopf befindet sich auch am Bug eines fliegenden Schiffs, und an Bord befindet sich die Elytra. Und sie werden repariert durch Phantomhäute. Chef, ich weiß, wo wir hin müssen. Meine Herren, es ist nun an der Zeit, das große Rätsel der Phantome zu lüften. Von jedem von euch ist voller Einsatz gefordert. Unser Ziel ist die Untersuchung einer Elytra direkt vor Ort, sowie die Sicherstellung von Hinweisen zu ihrer Fertigung. Beides hilft uns, die Rolle der Phantome für die Endzivilisation zu verstehen. Sobald wir uns im End befinden, platzieren wir diesen Hubschrauber und suchen aus der Luft nach Entities. Da wir vorne nur 3 Sitzplätze haben, müssten sich 2 von euch zu den Spezikästen im Lagerraum hocken. Dort befindet sich auch eine Flasche Bitterlemon, getreu unserem Missionsmotto Forschung bis zum bitteren End. Schaut euch diese Chorus-Wälder an. Fantastisch, oder? Sie existieren schon seit Millionen von Jahren und haben sich über das ganze End ausgebreitet. Da, na bitte, eine Entity. Da vorne befindet sich das Endschiff mit der Elytra. Um darüber zu kommen, habe ich ein hochmodernes Spezialwerkzeug mitgebracht. Am Bug des Schiffes befindet sich der Enderdrachenkopf. Ein Beweis dafür, dass es der Urzivilisation nach Erreichen des Ends gelungen ist, den Drachen zu besiegen. Die Endermen, die sich hier im End entwickelt haben, sind Nachfahren dieser Spezies. Weitere Infos zur Endzivilisation findet ihr übrigens in der 2. Folge von Science of Minecraft. Ein Stockwerk tiefer, im Bauch des Schiffes, befindet sich die Elytra. Ebenfalls ein Beweis für die Fortschrittlichkeit der Urzivilisation. Denn bis heute ist es uns nicht möglich, ein vergleichbares Objekt herzustellen. Wir können sie jedoch reparieren mit Phantomhäuten, was bedeutet, dass sie aus einem zumindest sehr ähnlichen Material bestehen. Aber wo kommen sie her? Seht euch das an, hier in den Kisten befinden sich Items aus der Overworld, Rüstung, Sättel, Gold und Diamanten. Wir glauben daher, dass die Elytren hier ebenfalls aus der Overworld stammen. Forensische Analysen konnten bestätigen, dass die Elytra aus einem Material besteht, das den Flughäuten der Phantome sehr ähnlich ist. Doch neben dem Fakt, dass Elytren aus verarbeitetem Material bestehen, gibt es einige weitere Unterschiede. In der letzten Folge konnten wir bereits feststellen, dass es sich bei Phantomen um untote Kreaturen handelt. Erkennbar an der Selbstentzündung bei Kontakt mit Sonnenlicht durch die Stickstoffverbindung Hydrazin. Jedoch, weder in der Elytra noch sonst irgendwo im End konnten wir diese Substanz feststellen.
3 Tage dauerten die Untersuchungsarbeiten in den Entities. Wobei wir das nicht so genau wissen, weil es im End keine Sonne gibt und unsere Uhren ebenfalls komplett bananas gegangen sind. Nur wenige Tage später war allerdings bereits klar, diese Forschungsoperation wird uns den endgültigen Durchbruch verschaffen und die Frage, was sind Phantome, ein für allemal beantworten. Bereits in Folge 2 und 3 sind wir auf ein Ereignis gestoßen, dessen Schockwellen seitdem die evolutionären Veränderungen vieler Spezies und die Besiedlung neuer Welten bestimmt haben. Wann dieses Ereignis genau stattgefunden hat, ist uns bisher nicht bekannt. Sicher ist nur, dass es katastrophal genug gewesen sein muss, um die technologisch hochentwickelte Urzivilisation zum Fliehen in die neu entdeckten End- und Nether-Dimensionen zu zwingen. In etwa zur gleichen Zeit begann auch die Entwicklung mehrerer Arten zu untoten Kreaturen, so auch die der Phantome. Die geringen strukturellen Unterschiede zwischen Phantomhäuten und dem Material der Elytren legt nahe, dass es in der Overworld einmal eine Spezies gab, die man als Urphantom bezeichnen könnte. Millionen Jahre lang herrschten sie über den Himmel. Unter den Kreaturen waren sie einzigartig. Wie auch das Phantom heute konnten sie nämlich nicht wirklich landen. Ihr Körperbau, mit den beiden Flügeln als einzige Extremitäten, war komplett auf ein Leben in der Luft ausgerichtet. Wächter des Himmels also, und so werden sie vermutlich auch die ersten gewesen sein, die verschwanden, als eine gewaltige Katastrophe die Zivilisation aus der Overworld fegte. In der letzten Folge haben wir bereits die These gestellt, dass etwas Großes durch den Schlaf des Spielers verhindert wird und die Phantome durch ihre Angriffe den Spieler zum Schlafen bringen wollen. Und so schließen sich die Kreise. Die Angriffe der Phantome bei Nacht, die Wechselwirkungen zwischen Schlaf und Zeit, die Urzivilisation und ihr dramatisches Verschwinden. Warum haben Phantome ein so starkes Interesse daran, dass die Nacht übersprungen wird, obwohl sie ja eigentlich Untote sind? Sie wissen, dass die Nacht Gefahr bedeutet, und das kann nur mit der Ausrichtung der Erdoberfläche zusammenhängen. Was auch immer auf der Overworld zur Katastrophe geführt hat, es muss vom Himmel gekommen sein. Möglicherweise stellt die Nacht selbst heute noch eine Gefahr für das Leben auf der Overworld dar. Eine Gefahr vom Himmel, ausgelöst durch ein kataklysmisches Ereignis vor mehreren Millionen Jahren. Es ist wieder mal ein Beweis dafür, wie wichtig es ist, die Welt um uns herum zu verstehen, anstatt voreilige Schlüsse zu ziehen. Jedes kleinste Detail kann dabei helfen, Prozesse und Dynamiken besser zu verstehen und die Dunkelheit in einem völlig neuen Licht zu sehen. Das war Science of Minecraft Episode 5, das Geheimnis der Phantome. Wenn es euch gefallen hat, dann vergesst nicht, einen Daumen nach oben und einen Kommentar dazulassen. Und wenn ihr die nächsten Episoden von Science of Minecraft nicht verpassen wollt, dann zögert nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Bis zum nächsten Mal, euer Johnny British.